Unter der Oberfläche gärt es, aber die Märkte sind trotzdem optimistisch sichtbar an der Volatilität in den USA, die heute auf den tiefsten Stand seit August 2013 gefallen ist. Die Volatilität ist ja eine Art Angstbarometer, die anzeigt, wie die Stimmung der Anleger ist. Und die ist derzeit prächtig, aber es gibt einige Dinge, die da unter der Oberfläche wabern und die wollen wir gleich mal benennen. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig war. Und das startet in Japan mit der Bank of Japan, die heute keine neuen Stimulusmaßnahmen ergriffen hat. Das brachte den Yen zu einem Höhenflug und das ist meistens schlecht für die Märkte. Die Aktienmärkte im frühen Handel waren schwer beeindruckt und sind nach unten gegangen. So auch der DAX, konnten sich aber dann mit dem Anstieg des Dollar-Yen wieder erholen. Dann aus China gibt es die Meldung, dass Russland jetzt es geschafft hat, diesen Gasdeal unter Dach und Fach zu bringen. 400 Milliarden Euro das Volumen, allerdings das gestreckt auf 30 Jahre. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Das entspricht auf 30 Jahre nur die etwa 20% des europäischen Gasbedarfs. Also das macht Russland nicht wirklich unabhängig von Europa. Aber wichtiger scheint uns noch zu sein, dass Moody's den Ausblick für den chinesischen Immobiliensektor auf negativ gesenkt hat und zwischen den Zeilen klar gesagt hat, dass man mit Pleiten von Unternehmen rechnet, die nicht die entsprechende Größe haben, um die schwierigen Bedingungen zu überleben. Interessant auch die Aussage von BNP Paribas, die gesagt haben, angesichts der enormen Verschuldung der chinesischen Unternehmen, die ja verschuldet sind mit etwa 150% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts, kann die Schuld nur bedient werden oder die Zinsen nur bedient werden, wenn China 11-12% wachsen würde. Derzeit sind wir bei 7,4% und auch die Zahl scheint uns geschönt. Also das wird eine schwierige Kiste. Das wabert alles unter der Oberfläche, wird von den Märkten aber derzeit noch ignoriert. Dann schauen wir uns mal an, was die Bundesbank gesagt hat. Hier Andreas Dombrit, der für die Bankenaufsicht innerhalb der Bundesbank zuständig ist, der gesagt hat, es ist die Kombination zwischen der ultralaxen Geldpolitik der Notenbanken einerseits und der fast sinnfreien Jagd nach Renditen auf der anderen Seite, die hier Risiken produziert. Und die viele glauben, sie müssten sich hier nicht absichern, aber Dombrit empfiehlt eben diese Absicherungen. Eine klare Ansage seitens der Bundesbank. Dombrit wird er jetzt dann in die EZB aufrücken und hier auch für die Bankenaufsicht zuständig sein. Dann die Meldung, dass die portugiesische Bank oder besser gesagt ein Bankenkonglomerat ist, dass Espírito Santo International SA in Zahlungsschwierigkeiten ist. Es gibt wohl Unregelmäßigkeiten. Das Unternehmen ist massiv gehebelt. Die portugiesische Bank hatte jede Menge Papiere in der Bilanz, die sportlich bewertet sind. Das gilt übrigens auch für die Deutsche Bank. Hier hat ein führender Experte im Bankenwesen gesagt, das, was die Deutsche Bank mit der Kapitalerhöhung hier veranstaltet, das ist nur ein kleines Pflaster. Das wird nicht reichen, die Schieflagen, die faktisch in der Bilanz schlummern, hier zu kaschieren. Oder es ist nur eine Kaschierung, aber nicht wirklich eine Behebung des Problems. Denn es ist so, die Banken können letztendlich die Papiere nach Risikoklassen einstufen und die Einstufung selbst ist ihnen überlassen und das ist das fragwürdige Prozedere. Natürlich jetzt der Fokus auf das Protokoll der FED-Sitzung heute Abend. In gut eineinhalb Stunden wird es veröffentlicht. Gestern hatte ja schon FED-Mitglied Plasser ziemlich herbe Worte gesagt und gesagt, also wir sind vielleicht behind the curve, wir sind ein bisschen hinter der Kurve, wir müssten schneller die Zinsen anheben. Und das hat gestern zwischenzeitlich für einen kleinen Schocker gesorgt. All das natürlich wieder auf finanzmarktwelt.de. Hier können Sie das im Einzelnen nachlesen. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Charts veranstalten. Das ist der DAX, der zunächst mal hier nach unten ging, deutlich unter die 9600er Marke, aber dann mit der Abschwächung des Yen dann wieder Strecke gewinnen konnte. Es hat nicht ganz gereicht, um hier nachhaltig die 9700er Marke zu erstürmen. Schauen wir uns mal den Dow Jones an, der bei 16490 handelt, moderat positiv, ähnlich wie der Nasdaq. Allerdings kommt man ein bisschen von den Tageshochs jetzt runter. Derzeit spricht Janet Yellen, aber das ist eine uninteressante Rede. Da geht es nicht um Geldpolitik. Schauen wir uns nochmal jetzt den Euro-Dollar an. Der unter Druck kam heute. Wir sind zunächst mal über die 1,37 gelaufen, schienen im Bereich 1,37,30 vordringen zu können. Aber dann die Trendwende. Es ging nach unten eigentlich nachrichtenlos. Aktuell 1,3667. Wichtig ist jetzt diese 1,3650er Unterstützung, die heute nochmal gehalten hat. Dann der Dollar-Yen, der heute im Fokus stand. Hier der Abverkauf mit Aussagen des Chefs der Bank of Japan, Kuroda, ging es in Richtung 180.
Dann der Anstieg wieder deutlich über die 101, das hat den Aktienmärkten geholfen. Was macht das Gold? Zeigt leichte Schwäche, 1288, obwohl Russland in letzter Zeit massiv zugekauft hat. Das hilft dem Preis nicht nach oben. Nicht wirklich nach oben gehen auch, und das ist ein sehr wichtiger Chart hier, die Renditen der italienischen 10-jährigen Anleihe. Da sehen wir ja diesen Abverkauf, diese Trendwende, die sich hier ausgebildet hat. Die Risikoprämien sind wieder gestiegen. Wir sehen hier diesen massiven Fall des Kurses, dann steigen die Risikoprämien. Jetzt die Gegenbewegung, die aber hier offenkundig schon wieder fertig ist. Schauen wir uns mal dann eine der Gewinneraktien an des heutigen Tages. E.ON 13,85, ähnlich wie RWE. Die Energieversorger sind heute ausnahmsweise mal gefragt. Ja, das ist das, was zum Markt zu sagen ist. Derzeit ist es eben ein Seitwärtsmarkt ohne wirklich klare Tendenz. Die Fed wird zeigen, wo es weitergeht. Die Märkte sind momentan so ein bisschen lethargisch. Die Volatilität ist niedrig. Und da könnte bald mal etwas kommen, was ein bisschen Stress ins System bringt, wenn nämlich das Vertrauen so groß ist wie derzeit. Abschließend noch ein Hinweis auf diese Plattform, die Sie hier sehen. Die können Sie runterladen. Entweder über dem Video habe ich einen Link eingebaut oder Sie machen das hier direkt bei finanzmarktwelt.de. Der Aktio Saxo Trader, wer da ein Konto macht, der wird persönlich von mir betreut. Das ist eine herbe Drohung. Ich weiß, ich wünsche gleichwohl einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao. We'll be right back.